Hallöchen, Popöchen, meine Damen und Herren, schön, dass ich begrüßen darf zu einer neuen Folge 7 Days to Die mit Minias. Guten Tag, Herr Fleischhammer. Hallo und Frau Serendipity. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Frau Serendipity, bitte sei ruhig, du nervst. Oh. Tut mir leid. Schon okay, Spaß. Ich weiß. Das war ja. Spaß. Ich gleich zu Anfang möchte ich kurz was sagen, dass ich meine Folgen fehlen, die letzten drei. Tut mir leid. Das kann auch mir mal passieren. Ich weiß, ich mache nie Fehler. Aber nun ist es geschehen. Ich komme auch nicht wieder. Dankeschön. Bis dahin. Minias hat das Wort. Ja. Und noch was. Ich muss noch was sagen. Jack Fleischhammer verlässt dieses Let's Play, weil die zwei uns nicht mehr grün sind. Wir verstehen uns nicht mehr. Ja, okay. Das war's aber jetzt mit den Spitzen. Ja. Bitte. Ja. So. Zurück zu Lück. Wir haben ja das Problem das letzte Mal gehabt, also ich kann mich zumindest hart erinnern, wir sind ja in einer neuen Aufnahmesession. Ja. Ich kann mich aber entsinnen, dass Serendipity ja in der Nacht der Horde mehrfach durch die Gitter geglitscht ist. Das stimmt. Doch, ist es. Das heißt, machen wir die Gitter weg oder? Ich bin nicht durch die Gitter geglitscht. Doch, du bist runtergefallen, natürlich. Ja, ich war gerade im Keller gedanklich. Entschuldigung, da waren ja keine Gitter. Das heißt, wir müssen doch die Gitter wegschlagen. Moment, ich weiß nicht, ob das... Ach so, doch, ja, hast recht. Stimmt, ich bin da runtergefallen. Ja, zweimal. Okay, ja. Ja, ihr habt immer recht. Naja, fast immer. Meistens habe ich recht, aber... Was ich auch ein bisschen schade finde, es kam jetzt mehrfach in den Kommentaren, wir sollen doch den Graben drei tief machen, spitz auf dem Boden, Wasser drüber. Das wäre die ideale Zombie-Verteidigungsgedöns. Ja, das machen wir, wenn ich einen Bohrer habe. Okay, weil wir dann die Spitzen... Den findest du jetzt, Schatz. Du brauchst nur noch die Handlebar finden. Achso, genau. Wir haben ja einen neuen Tag, neues Glück. Ich habe eine Magnum und das ist auch gut. Ich habe auch eine Magnum. Ja, dann haben wir beide eine Magnum, das ist super. Das war gut so. Meine ist länger als deiner. Meine Magnum schießt weiter. Deiner ist auf jeden Fall länger, Serendipity. Hundertprozentig. Meiner ist immer länger als eurer. Ich halte mich da jetzt mal raus. Wenn wir vom Atem reden. Ja. Ach ja. Ich bleib noch ein bisschen in der Stadt. Jetzt hat der neue Tag angefangen. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Wisst ihr was? Könnt ihr mir eine Kiste am Anfang der Stadt und es, ich muss Anfang mich der Stadt legen? Ja, was? Ich hab dich schon wieder unterbrochen. Entschuldige das bitte. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich fühlte mich nicht genervt. Und ich muss mich schon wieder entschuldigen. Ich baue immer noch an meiner kleinen Lager-Dingsi hier. Aber es muss leider gemacht werden und wenn ich es offline mache, gibt es Schimpfe. Also müsst ihr euch das leider angucken. Lager-Dingsi? Was für ein Lager? Mein Lagerraum. Aber wir haben doch einen Lagerraum hier. Nein. Nein, sie hat ihren eigenen, weiß ich nicht. Nicht nachfragen. Wir haben Jackie, ich würde dich jetzt mal tracken. Und dann kommst du mal her und wie? Dann machen wir zusammen Sachen, genau. Ich hau mir jetzt einen Kaffee rein und dann... Kommst du noch brauchst du noch was? Jetzt... Nee, brauch eine Kiste. Die mag ich nicht mehr schnell. Es kam übrigens die berechtigte Frage, was denn eigentlich mit unserer geplanten Stadt ist. Also muss man natürlich sagen, wir haben erstmal Grundversorgung betrieben. Und Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Richtig. Aber ich sag mal, bis wir die Stadt anfangen zu bauen und dann irgendwann fertig sind, ist wahrscheinlich schon die Alpha 12 raus. Kann passieren. Aber die Alpha 11 wird mit der Alpha 12 ja kompatibel sein, ich sag's euch. Niemals. Doch, niemals. Die Funnies und ich, wir sind ja so, ne? Ich habe die Finger verkreuzt, das sieht man nicht. Also die letzten Einträge im 7 Days to Die Blog waren mit Schnee, also mit Wettereffekten. Mann, und zerstört meine Träume doch nicht, verdammt. Das Minibuy kommt. Ach. Und es kommt gerade heute die neueste News, also an dem Tag, wo wir aufnehmen, wir haben heute den, weiß ich 27. nicht. Wie auch immer. Wir haben heute Mittwoch, den 27.05. Genau. Und da gab es heute eine News. Und zwar kommen brennende Pfeile drin. Da hat man schon Bilder gesehen. Es wird Munition geben, die man verbessern kann. Also man kann zum Beispiel den brennenden Pfeil aus Holz machen. Man kann ihn aber auch aus Stahl machen. What? Also ein Stahl, also verschiedene Munition, die man auch noch irgendwie aufwerten kann. Nimm dir mal das Bier weg. Was, Feind? Verstehst du? Feind, das weißt du doch. Also, oh Mias, ich mache hier wie heißt das, Städtchen, mal eine kleine Hütte, wo ich ein bisschen meinen Kram reinpacke. Ja.
Hier, Schatz, kümmere dich jetzt mal um meinen Bohrer. Frau, wenn los. Du so in den, das ist mir schlimm. Frau wird ausgepegelt, wenn, dann legt sie los. Stimmlich. Ja, dann fängt sie an, erst an, laut zu werden. Hallo, ihr hört mir ja sonst nicht zu, wenn ich so leise bin. Warte mal, bevor du schießt, ich würde ja mal meinen Klapp hier ausprobieren. Ja. Und da ich ja sonst nicht zu Wort komme, muss ich. Siehst du? Ja, ich war noch dabei. Also, was sortierst du hier ein? Na, mein Inventar, da muss ich nicht zurückplatschen. Okay, prima. Du bist bei mir schwarz. Echt jetzt? Aber komplett. Jetzt zieh dich mal aus. Kannst du mal kurz einen Helm ausziehen? Wie kann das denn passieren? Hab ich getappt? Ja, ist gut. Oh, das ist die Nase. Jetzt schon fast. Hast du fast vergessen, ne? Ja. So lass uns mal ans Ende der Stadt laufen, von hinten anfangen, oder wir trennen uns. Jackie, hast du noch die Nailgun? Nee, hab ich nicht. Hab ich hier nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Musste irgendwo in der Building-Kiste wahrscheinlich sogar sein. Hier bei uns oder in deiner Hütte? Sag mal, Loot Respawn? Uns. Alle 7 Tage, ne? Ja. Dieses ist der Loot Respawn, kann das sein? Wer ist gespawnt? Nee, ich glaube, meine linke Seite hat man noch nicht. Achso, dann okay. Gecheckt. Ich werde noch mal ein bisschen Antibiotika nehmen für die Wellness. Bin bei 103, Leute. Ich habe sie gefunden. Immer rin mit dem Zeug. So, was sollte man mitbringen für den Bohrer? Nur die Handlebar, den Rest habe ich schon. Die findet man meistens in Autos, gell? Ich wurde ja angeschrieben, ich würde ja nie Autos looten, weil Jack findet ja, nur ja, geiles Zeug. Im Auto, das stimmt. Du wurdest angemahnt, genau. Wird ständig angemahnt. Ich habe kein Holz in der Tasche, verdammt. Kaido. Ich hab keine Ahnung. Wir hatten oben noch Holz, gell, in den Kisten. Ja. Yeah. Mein Pistol. Ja. Ja, klar. Irgendwie wir haben auf jeden Fall Holz in der Kiste. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz. Ah, ne, geht. Ich hab's nur leise auf den Ohren. Hello. Ja, Alpha 12, noch ist sie nicht da, ne? Wird aber wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, ne? Nee, also wenn man so, ich weiß jetzt nicht, die Folgen kommen ja jetzt, das dürfte heute ein Dienstag sein. Könnte schon fast draußen sein, ne? Und ich, nein. Vielleicht ist, also beim letzten Mal war es glaube ich so, als wir im Urlaub waren, dass dann an dem, wo wir im Urlaub waren, auch irgendeine Alpha rauskam. Also wenn Minias im Urlaub ist, dann mache ich einen Livestream. Ja. Ich glaube, das war, als wir letztes Jahr auf der Gamescom waren, da kam die... Stimmt, der Gamescom. Oh Gott, Zombie. Was war denn das? Jetzt habe ich in einem Küchenschrank 2 Engländer gefunden. Und bevor jemand sagt, was ein Engländer ist... Was sind denn Engländer? Genau. Ja, könnt ihr mal googeln, könnt ihr mal Wikipedia anwerfen. Es hat schon mal jemand in meinen Kommentaren geschrieben, was ein Engländer ist. Das ist dieser verstellbare Schraubenschlüssel. Ich wollte es gerade sagen. Nein, eine Biene. Hallo, und ich habe nichts zum Dingsy schießen. Doch hier, doch hier. Ich habe Pistolen. Was ist das für eine Hütte? Den müsst ihr hier einen Keller geben, oder? Jetzt warte mal, was ist das für ein Haus? Wo geht's denn hier hoch, bitte? Nicht mehr stöckig? Nee. Hat keinen. Was ist denn hier oben drüber? Du Drecksbiene, echt jetzt. Hornisse, Entschuldigung. Du bist nur noch vulgär. Ja, weiß ich. Aber so kennt ihr mich und ich meine, die Leute sollen sich ja an nichts anderes gewöhnen. Nee, da oben von ist daher. Nichts. Weißt du, wie ich es mache, ist es verkehrt. Da ist sie von. Ja, was denn? Ja, alles klar. Ich muss mich orientieren. Hier kommt Johnny. Immer wenn ich mit der Axt die Türen anschlage, denke ich daran. Letztens geguckt den Film und jetzt leckt es bei mir. Warum? Ja. Wir sind Johnny. Und als Hinweis, wer weiß, über welchen Film wir reden, ist nur ein Wort. Der kann schon mal wissen, welches das Kurzwort am Ende ist. Oh ja, so machen wir das. Ne? Also wenn man das jetzt ein bisschen am Anfang... nach der Aufnahme erfahren, wer Johnny ist. Genau. Der Deputy. Also, das ist jetzt im Amerikanischen, sagt er, hier kam es Johnny, ne? Also, das muss man dazu sagen. Alter, mein Inventar. Bestimmt ein Horrorfilm oder sowas. Nein. Mörder. Das ist ein Film mit einem Mörder. Ja. Das ist so mein... Mörderfilm ist das ja. Ja. Genau. Oh, wir haben ja letztens einen coolen Film gesehen. Wie hieß er? Hast du Probleme, Jackie? Ach, bei mir stimmen die Sachen. Nur Aggressionsprobleme. Klaus Boots, was sprichst du? Was für einen Film hast du denn gesehen? Ich komme nicht auf den Namen. Wie hieß denn der Schatz? Na, das funktioniert gut. Klaus Boots? Wie hieß denn der Schatz? Der mit diesem Gentleman da. Wolf tanzt? Kingsman.
Kingsman. Ah, der war Dankeschön, witzig, ich bin alleine drauf gekommen. Ja, der war cool. Da muss man wirklich sagen, der war richtig gut, ja. Kingsman. Kingsman. So, ich sitze wieder vor meinem Inventar und weiß nicht, was ich da lassen soll. Dafür habe ich diese Kiste dahin gepackt. Ist ja nichts Neues. So, und ich habe eine Nailgun. Aber ich würde gerne die Munition mitnehmen. Jetzt muss ich mal irgendwas da lassen. 12 Sticks kann ich da kommen. Nee, das wegwerfen soll. Also das, was ich nicht brauche, lege ich meistens in die Kiste. Ich repariere also doch was, wenn falls geht. Stimmt, ich könnte, ich habe ein paar Metal Stripes, da könnte ich meine Axt reparieren. Bam. Problem gelöst. So, und einen Splint habe ich. Gut, ich breche mir noch schnell die Beine, damit er auch einen Sinn hat. Okay. So, Stickies kommen, dann nehmen wir die mit. Die waren wir schon mal. Halt. Und Bohrer, ein Königreich von Bohrer. Also ein Handlebar, hat sie ja gesagt, die Frau. Ja, genau, die brauche ich. Komm, jetzt bleibt das Kännchen hier da. Ach so, es kamen ja auch Bücher, das kann man jetzt ja mittlerweile zerreißen, weil sie hat stacken, gell? Das würden jetzt 40 Papier geben, genau. Weil Papier stackt ja bis zu 200 Gedöns. Das ist man halt nicht gewohnt. Wenn man ein Seven Days-Spieler der alten Schule ist, dann würde man Bücher ja niemals zerreißen. Aber, die habe ich aber schon zerrissen. Nein, aber früher hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, Bücher zu zerreißen, weil sie dann mehr Platz weggenommen haben als einzelne Bücher, die sie stacken. Und jetzt ist es so, dass jetzt kannst du es genau. Ja. Wie auch immer. So war es gewesen. So oder so ähnlich. So und nicht anders. Wird es wohl gewesen sein. Pistolbomb. Mann. Und Brass mitnehmen, Minas. Ja. Brass, Brass, Brass. Brass, Brass, Brass. All you need is Brass. Oh. Oh, zum Glück ist der Bogen mittlerweile ganz gut hier. Ich höre irgendwie ganz schön viele Schritte gerade. Siehst du daran, dass wir hier klingelt? Hörtchen? Hörtchen, Törtchen? Ein Hörtchen, Törtchen. Ja, Tokens. Könnte gut sein. Oh, jetzt stink ich. Nehme ich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst ist ja nichts Neues. Und goodbye. Vor allem Duschen hält es ja nicht viel. Oh nein, der nächste Lampe steht auch schon in die nächste. Für mich frei. Frei. Du kriegst die Ersatz ins. Okay, nee. Ich hab schon wieder. Was ist passiert? Brain lag. Splittert oder wie? Du hast das leere Glas. Bleib weg. Der hat dich gerade verletzt, gell? Wow, da habe ich es aus dem Augenwinkel gesehen. Achso, das hat er hier schon reingelegt. Ja, Alter! Soll ich dir helfen? Mäuschen! Nee, alles gut. Er hat sich nur. Oh, ich krieg die Krise hier. Hol ab! Mais brauche ich auch nicht mitnehmen, oder? Ein Maiskolben, wir haben ja Mais. Kurz ehrlich jetzt hier. Hier sind ganz schön viele Mais. Maisheim haben wir genug. Jackie, soll ich dir helfen? Ja, gut. Komm mal. Komm her. Bisschen. Hohoho. Danke. Au. Wir sie hier an die Seite klatschen. Oh, was Colt Sievers. Zieht euch. Dirty Harry. Colt Sievers. Paul Manson. Ich habe ja Waffentechnik studiert für 10 Semester. Nee, das ist viel zu lang. Ja, jetzt unnötig. Schwester, die Schwester kriegt von mir gleich 2 rein. Du hast da ordentlich zu tun. Ah, mach mal, du brauchst eh noch ein bisschen Kills. Level 15. Ach, ist geil, die Magnum. Aber ich glaube, ich locke hier mit Zombies an. Das mag sein. 7 Schuss noch. Leichenpflastern seinen Weg. Das ist 7 Schuss nur noch? Ich hab noch ein paar. Nein, 70. Oh, 70 Schuss nur noch. So ein Blutdings. Was ist denn ein Blutdings? 30 Sekunden Wartezeit. Wegen? Wegen Safe. Und kommt ein Zombie rennen. Oh mein Gott! Mias, kannst du zurückkommen? Ich muss nochmal neu anfangen. Komm, oh, hier sind ganz, ganz, ganz viele Zombies. Hier sind 5 Minions. Minions. Ich hab die Zombies angelockt, durch mal rumgeballert. Hier vorne ist Antibiotika in der alten drin. Ich konnte es nicht looten. Wo bist du? Echt? Wo? Ja. Komm mal. Komm raus, Kapitän.
Oh nein. Welche einen? Warte, ich mach mal meine Taschen an, dann komm ich zu euch. Schnell. Guck mal, ich hab ein paar gelootet, ein paar... Airdrop. Hier vorne direkt irgendwo. Direkt über mir. Lauf nicht wieder dran vorbei. Hier vorne irgendwo? Hier. Oh. Ja, nimm's. Alles klar. Wir sollten vielleicht unten nicht mit der Knarre hier rumherballern. Okay, dann nehme ich jetzt einen Crossbow. Oh fuck, du musst mir helfen. Schieß auf meine Richtung, schieß in meine Richtung. Okay, Flucht, erstmal ein bisschen auf freie Fläche. Wow. Das ist nicht gut dem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm mit. Okay, stell dich mal in einer Reihe auf. Okay. Dann klären wir das. Ah, schon wieder hier. What? Die Schwester nicht vergessen, ne? Ein Lächeln! Voll zu Boden massiert. Ich glaube, wir haben ihre Schwestern vergessen. Ja. Schwester. Also die mit der Antibiotika hatte ich. Sahnetorte. So. Brauchst du vielleicht nochmal Antibiotika, damit du... Wie sieht deine Wellness aus? Meine Energie ist nicht gut, aber meine Wellness ist bei knapp 100. Aber nehme ich gerne noch eine. Schmeiß mal eine ein. Hast du? Weil ich habe drei, ja. Was soll ich mit Blood Rocket machen? Nee, deine Wellness sollst du ja steigern. Komm mal her. Ich brauche bei... Komm. Ups. Irgendwie ist heute ein Singen, gell? Zwei, aber hier. Weil keine Musik läuft. Oh, hinter dir! Hinter uns, ich bin stunt! Yes. Ich hab's abgelehnt. Renn vorwärts, What the fuck? Hinter mir gucken. Oh mein Gott! Also das Rumballern ist, glaube ich, nicht so geil. Voller Haufen vor dir. Also groß wie du. Zweimal ein hoher Haufen. Ja, dann scheiße so hoch stapeln. Aha! Pistolbook? Kannst du? Oder nee, kann man mit weg Sicherheit... Weg damit! Ne? Ich muss mich gleich mal ein bisschen auffrischen. Ja. Ito. Mist, ich du. Mach mal jetzt. Ich hab ihn im Laufen in den Arsch geschossen. Lass mal ein bisschen aufräumen. Hier ist noch eine Schwester. Aber wie viele Zombies kamen denn hier? Jackie. Möglichst leise. Ja, passt. Ist leise. Ich hab hier einen Bloodrock. Kannst du nicht Bloodrock ja, jetzt? Ich kann ich. First Aid Kit, wenn du willst. So, nehme ich. Blickst hin. Nimm du mal. Hab ich nicht. Warte, ich muss irgendwas fallen lassen. Das ist nicht gut. Komisch, die Hasen haben keine Knochen. Ich muss jetzt nochmal den Schrank looten. Blood Rocket, brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Nee, das haben wir doch, oder? Ja, das haben wir. Ich bin mir fast sicher, dass wir das haben. Ja, Blood Rocket sieht aus wie ein was zu essen. Hier war ich noch gar nicht drin. Habe ich noch normale Munition da? 53 Schuss, weißt du was? Da wechsle ich mal kurz die Magnum gegen die... Die nehmen wir nämlich für die Nachthorde. Ich glaube, die Magnum ist der effektiver. Was war da noch drin? Ja, stimmt. Was, Magnum? Was? Wie, wo, was, was? Deine, wie, was? Deine Mutter. Wie, was, was? Blueberry Bitte? Seeds. Nein, alles gut. Gläser werfe ich ganz sicher nicht weg. Doch, wenn ich... Warte mal, ich will Kommentare provozieren. Gläser kannst du mir geben. Nee, du könntest doch kurz zu der Kiste am Anfang des Dörfchen. Hast du recht. Laufe ich jetzt auch hin. Und werde mich mal entleeren. Und dann gehe ich weiter auf Lootour. Soll ich Essen mitnehmen? Hier ist ein Hirsch. So, und was haben wir jetzt? Ein Hirsch mitnehmen. Ja, klar. Könntest du auch gleich in die Kiste packen. Great Pistol Receiver. Oh, ich habe hier einen Flawless Pistol Receiver. Oh Mann. Lawless war welche Farbe? Lila. Was liegt denn hier drin? Ja, mit meiner Pistole. Sollen wir ja abbrechen und dann geht es nämlich schneller. Oder liegt noch was? Bone habe ich noch da gelassen. Animal Fat. Animal Fat kann auch da liegen bleiben, ist mir scheißegal. Mann. Wo ist die Kiste? Wo war die denn? Ziemlich weit vorne oder was? Sind wir so tief in die Stadt schon reingelaufen? Oder irre ich mich gerade von der Richtung? Ja, weiter geradeaus, ja. Du musst noch weiter. Hä, hey, Moment, schon stinkt hier. Bin ich das? Ich stinke. Ja. Das liegt am. Ich hab Dings dabei. Ich hab Stew dabei.
Hat jemand noch ein bisschen Munition für mich übrig? Welche hätte denn gern? Ich habe auch noch Munition. Pistolenmunition. 9 mm oder 10. Seid ihr hier in der Hütte? Nee, Pistolen 9 mm brauchst du. Track ja, einfach. Genau. Track Jack. Track Jack, ich hab Jack getrackt. Er bewegt sich. Nee. Doch? Nein. Was ist das für ein Schuss gewesen? Hört er sich komisch an. War ich. A Poink. Gut. Dann muss die stören sie beim Aussortieren, die Kacker. Mann. Darüber müssen wir sich mal wieder einen Spike Club machen. Repair Tool müsste ich eigentlich gar nicht aufheben, wa? Wie? Aufheben. Ich habe zwei Repair Tools gefunden. Das sind die Engländer. Achso, nee, ich kann durch. Wieso kann ich durch Dings laufen? Durch so Paletten. Ach shit, ich weiß nicht, wie das heißt. Vernagelte Türen meinst du, ja, das ja, ist genau. Ging mir genauso. Ich denke mal, das liegt daran, dass wir eine uralte Map haben auch und die ist noch ein bisschen buggy gewesen damals. Was heißt uralt? Ne, wir sind doch zur 11.1 oder so sind wir neu gestartet, meine ich. Stimmt. Wenn ich mich nicht täusche. Stimmt wohl. Stimmt wohl, so. Cold old ich darf dear. Kein Brot wegwerfen. Ich darf kein Brot wegwerfen, sonst schreien nee, das schon. Geschimmelte Brot darfst du nicht wegwerfen. Warum denn nicht? Achso, das weil du daraus Antibiotikas machst. Das darfst du nicht. Das solltest du bitte mit Sahne oben drauf mitnehmen. Du alter Arsch, wieso schneidest du sowas weg, Mann? Du Assi. Na, was ist denn wahr? Ist doch wahr. Ist übrigens wieder soweit. Es ist soweit zu sagen. Nein, ist doch nicht. Ja, doch, nein. Es ist soweit. Nein. Nervt mich alles tierisch hier. Und deswegen werde ich jetzt diese Folge beenden. Aber es lief gerade so gut mit uns. Und ich werde sagen, danke, dass ihr zugesehen habt. Und lasst uns einen Daumen hoch da. Und wir würden uns sehr freuen über ein oder zwei Abonnenten auf den Kanälen serendipity.tv.eu. Ach nee, das war ja deine Porno. Alles surfen sie jetzt an. Und checkfleischheimer.de, wie auch immer. Genau. Und bei mir das könnt ihr ruhig ein Deo-Abo dalassen bei wiederholtem Rot wegwerfen. Genau, das würde mich sehr freuen. Bis dahin sage ich schönen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Zombie.